Ein ganz besonderer Moment. Olympia-Feeling in Schwetzingen. Die Delegation von Jamaika hat mit einem kleinen olympischen Fackellauf für einen krönenden Abschluss des Host-Town-Programms gesorgt. Jede Host-Town hat erstmal die Chance, eine olympische Fackel zu erwerben. Gegen Geld. Die haben wir gekauft. Die ist auch relativ schwer. Die ist nicht nur teuer, sondern relativ schwer. Und wird dann befüllt mit Petroleum. Und wir haben uns von vornherein entschieden, jetzt nicht zwei Fackelläufe zu machen, gestern Wiesloch und hier Schwetzing, sondern gleich einen gemeinsam. Also es sagt wieder, wie gut und auch harmonisch wir gemeinsam zusammenarbeiten. Beide Städte haben den Jamaikanern einiges an Programm geboten. Immer voran das große Ziel, Inklusion. Gemeinsam zusammenkommen, Sport machen, Spaß haben. For me, ich möchte, dass mein Team andere Kulturen kennenlernt und sieht, wie andere Menschen leben. Das Angebot eines bunten Sport- und Spielenachmittags für Menschen mit und ohne Handicap auf dem Schwetzinger Schlossplatz war groß und mitmachen war ausdrücklich erwünscht. Wer vor Ort war, konnte auch gar nicht anders als mitmachen. So durfte auch ich helfen. Aber wichtig: Der Sport ist natürlich im Mittelpunkt und wir versuchen den Sportlern hier auch eine Eingewöhnung zu generieren. In Deutschland ist ja für die auch was Neues. Wichtig ist nur, dass es ihnen gut geht, dass sie sich nicht verletzen hier, egal was wir hier machen. Und dass sie einfach wohlbehalten und mit guter Laune in Berlin am Samstag ankommen. Und dann gibt es auch Zeit zum Ausruhen, denn das volle Programm ist anstrengend, vor allem mit Jetlag. Ich bin sehr glücklich hier. Ich hoffe nur, dass wir noch genug Zeit bekommen, um uns auszuruhen. Es scheint, als ob wir bei jedem weiteren Programmpunkt ohne Ende Spaß haben. Insgesamt 65 Sportler sind Teil des jamaikanischen Teams und treten bei den Special Olympics World Games in 5 verschiedenen Disziplinen an. In Schwetzingen konnten auch andere Sportarten ausprobiert und neue Talente entdeckt werden. Und das auch sprachlich. Ja, guten Morgen. Guten Abend. Am Abend sorgten die Maskottchen einiger Vereine für strahlende Kinderaugen. Das Highlight aber dann der geschichtsträchtige Fackellauf durch Schwetzingen. Als Vorbereitung auf die Special Olympics World Games, die zum ersten Mal in Deutschland stattfinden werden. Vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin.